Wir sind heute im Testfeld des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts unterwegs und der Technischen Universität Berlin. Hier am Standort ist im Rahmen des Projekts OTB 5G+, offenes Testbett Berlin, eines der modernsten 5G-Testfelder entstanden. Ja, das Projekt OTB 5G+ hat eine zentrale Rolle gespielt zum Aufbau des 5G-Testfeldes hier am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut. Wir haben hier ein modernes 5G-Mobilfunknetz aufgebaut. Das besteht einerseits aus einer Makrozelle, die bei uns auf dem Dach montiert ist, und andererseits auf an den Laternen angebrachten Mikrozellen. Hierbei kamen die stadtbildkompatiblen Berliner Aufbauvarianten aus der Serie Starbuck zum Einsatz. Diese wurden unter Leitung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe entwickelt. Zusätzlich zu diesem Mobilfunknetz haben wir auch noch ein leistungsfähiges optisches Metronetz installiert. Das dient dazu, die Cloud-Infrastruktur anzubinden und dort die notwendigen Anwendungen darauf ausführen zu können. Die Mikrozellen, die an den Straßenlaternen montiert sind, werden über Glasfaser mit unserer zentralen Infrastruktur verbunden. Und mit dem gesamten Aufbau können wir jetzt im Projekt unsere Anwendungstests durchführen, können sie aber auch für zukünftige Aufträge oder Projekte nutzen. Die Forschungsarbeit ist von großer Bedeutung für die Innovationskraft Berlins und ist ein Beitrag zur technologischen Souveränität Deutschlands. Das im Projekt OTB 5G+ entwickelte Testbett hat eine besondere Stellung für den Standort im Bereich 5G und perspektivisch 6G. Und hier sitze ich vor einem der modernen Starbuck-Kleinzellengehäuse. Wie Sie sehen, lasse ich diese ganz unauffällig in das Straßenbild integrieren, sogar mit einem Zusatznutzen, nämlich der Bank. Durch die Erfahrungen bei Genehmigungsverfahren und Vertragsgestaltung zwischen der Stadt und den Mobilfunknetzbetreibern kommen wir weg von aufwendigen Einzelfallentscheidungen hin zu standardisierten Lösungen, die es uns ermöglichen, in schneller Art und Weise den Mobilfunkausbau in unserer Stadt voranzutreiben und damit den Weg zur Gigabit-Hauptstadt zu ebnen. Wir möchten mit unseren Partnern aus der Industrie, besonders aus dem Mittelstand und Startups, die Zukunft in Richtung 5G und 6G gemeinsam gestalten.